Ja, nach Griechenland, Irland, Italien, Spanien und Portugal ist Zypern nun an der Reihe. Die Propaganda sagt, dass Zypern aus russischen Geldwässern und halbgierigen Sparern besteht. Fakt ist, dass auch zum Beispiel das Land Brandenburg große Anteile oder Anteile an zyprischen Banken hält, auch Versicherungen, deutsche Versicherungen, wo Renten zwischengelagert werden und den Profit der einzelnen Versicherungsgesellschaften maximieren sollen, dort geparkt sind. Und dass es recht sei, ihnen, zumindest temporär, keine Geldmittel mehr zur Verfügung zu stellen. Wahrheit ist, dass wie bei den Rettungsaktionen anderer Länder zuvor, dass Banken gerettet werden und keine Menschen. Auch deutsche Bankinstitute und Versicherungsgesellschaften profitieren davon. Die Wirtschaft in Zypern bekommt ernste Schwierigkeiten, weil es kein Wechselgeld mehr gibt. Geschäfte lehnen Kreditkarten ab, weil sie nicht wissen, ob sie jemals dafür Geld bekommen. Das Wechselgeld geht zur Neige. Es gibt kaum noch Münzen, mit denen man herausgeben kann. Die Taxen in Nikosia verlangen für ihre Fuhren nun 5 oder 10 Euro glatt. Kreditkarten werden immer häufiger abgelehnt. Die Besitzer von Läden und Restaurants sind skeptisch, dass sie dafür kein Geld bekommen, wenn sie es einlösen. Unternehmer beschweren sich, dass sie keine Informationen haben. Sie müssen Löhne und Gehälter auszahlen. Je näher das Ende des Monats kommt, umso kritischer wird die Lage. Einige Unternehmen versuchen, Bankkonten im Ausland aufzumachen und Überweisungen von dort vorzunehmen. Die Banken bleiben offiziell bis zum 26. März geschlossen. Bundesfinanzminister Schäuble hatte gesagt, er halte es für denkbar, dass die... Oh, ja, danke. Ich habe jetzt einen Knick in der Seite und in der Leitung. Entschuldigung. Bundesfinanzminister Schäuble hatte gesagt, er halte es für denkbar, dass die Banken für immer geschlossen bleiben. Also heute hat sich das ja bestätigt, eine Bank wird wohl total abgewickelt, geschlossen, alles eingefroren. Und bei der anderen Bank ist auch so eine Halbabwicklung zustande gekommen. Die Zahlen schwanken, die Finanzverluste der Leute, auch der Kleinunternehmer, sind zwischen 20% und 40% angegeben. Wir zahlen nicht für eure Krise. Wir sind ein Europa der Menschen und nicht der Marktkonformität. Anstatt das Geld in marode Banken zu investieren, gibt es durchaus andere Ansätze. Für und in Zypern, für und in Europa. Kindergeld, Kindergrundsicherung, Mindestlöhne, Bürgerversicherung für Europa, Grundrente, Grundsicherung, das sogenannte Bürgergeld und eine Bildungsgrundsicherung, um nur einige Beispiele zu nennen. Ja, wie ihr gehört habt, die Ereignisse haben es nun gegeben. Es wurde gesagt, es wurde hart verhandelt. Alle Parteien, so ziemlich alle Parteien sind mit den Ergebnissen zufrieden und propagieren das als ein neues Rettungspaket. Was da am Ende rauskommen kann, kann sich jeder denken, der die Zustände in Griechenland, in Portugal, in Italien verfolgt hat bisher. Die Presse ist so gut wie, ja, ich möchte nicht sagen gleichgeschaltet, aber sie sagt eben nichts dazu, dass eben die Leute die Krise jetzt lösen sollen, die sie herbeigeführt haben. Das hatten wir schon mal mit Datum vom 23. März. Ja, und jetzt ist das Mikrofon offen. Danke. Man darf nicht vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland auch fleißig Geld in Zypern investiert hat. Ja, da redet keiner drüber. Man redet auch viel über Zypern. Zypern hat 750.000 Einwohner. Also ist kein Megastaat, um den es sich hier handelt. Dieser Finanzmarktplatz, der da geschaffen wurde in Zypern, wurde unterstützt schon Anfang der 80er Jahre von der Bundesregierung, genauso wie bis 2009. Also es wurde eine Doppelbesteuerung verhindert seitens der Bundesregierung. Es wurden Betriebe dorthin gelenkt, es wurden Finanzmittel dorthin
eingelenkt. Heute wäscht man die Hände in Unschuld, heute feiert man Triumphe, ja, und sagt, wow, wir haben umverteilt. Eine tolle Umverteilung ist es, weil letztendlich, egal wie man es dreht, trifft es die Bürger in Zypern. Denn wenn man sich das überlegt, dass eine Summe von 100.000 Euro nicht angetastet werden soll, frage ich mich, was ist mit den Hotels, was ist mit den mittelständischen Betrieben, die es dort gibt. Wenn jemand 40, 50 Angestellte hat, sind 100.000 Euro diese Woche noch fällig für Löhne und Gehälter. Dem fehlen plötzlich 40% davon, wenn es dumm läuft. Und das ist eine tierisch heftige Geschichte. Und ich finde, dass die Medien, die haben eigentlich Beweismaterial für 100 Jahre Knast im Archiv. Und dass sie heute so berichten, wie sie berichten, das ist erschütternd. Ja, weil das ist Propaganda, das ist Stimmungsmache und entspricht bei weitem nicht der Realität. So, das war's, was ich zu sagen habe. Check, okay. Ja, ich würde das fast lieber gerne ohne Mikrofon machen, weil es ist ein bisschen laut. Also ich habe einen Namen ist Hans Martin, das kenne ich von Occupy vor einem Jahr. Ich habe diese Mauer mitgebracht und eine kleine Wirtschaftsgeschichte über 5000 Jahre, weil ich der Meinung bin, dass das, was wir jetzt hier in den Medien serviert bekommen, das ist eigentlich nur eine relativ... Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es ist in meiner Sicht eine relativ oberflächliche Ebene. Ja? Um die wirkliche Geschichte zu verstehen, muss man so in zwei Sätzen mal, ich krieg das mal hin, kommt doch ein Stück näher ran, das ist sonst schlecht zu erkennen. Ja? Die Frage ist ja erstmal, was Geld überhaupt ist. Ja? Geld ist kurz gefasst ein Gegenwert, so eine Art Gutschein für all das, was wir hier sehen. Ja? Also Bruttosozialprodukt, Dienstleistung, was auch immer. Das Geld ist dazu da, um diese Dinge in Bewegung halten zu können. Sonst müsste man hier sozusagen Schaubild 1, Steinzeit, Tauschwirtschaft, ja, müsste man hier Dinosaurier, Bären gegen Fisch eintauschen oder sowas. Ja. Das ist also die klassische Tauschwirtschaft. Die hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte gewandelt. Edelmetallwirtschaft sozusagen zu dieser Warenwelt, zu dieser realen Warenwelt, Gold als Tauschmedium hinzukam. Das ist ja erstmal Quatsch. Gold kann man nicht messen, das ist einfach nur schick anzusehen. Ja? Das ist eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe wie so ein Bär oder ein Fisch oder sowas. Es ist ein Tauschmedium. Das hat man dann in Münzen verwandelt. Und jetzt kommt so ein Punkt, der ist nicht so einfach zu verstehen. Also die ist lauter? Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Also das Problem bei Gold ist ja, man muss es irgendwie unter das Kopfkissen tun oder in den Tresor tun, nicht? Logischerweise. So. Und die Menschen, die also diese Gold-Nuggets oder Goldbarren, wenn es genormt war, benutzt haben, um Geschäfte zu machen, haben sie dann eingelagert in eine Bank, die hat einen Tresor, und dafür haben sie einen Gutschein bekommen. Einfach eine Quittung, ja, dass das Gold in der Bank ist. Und früher oder später haben die Leute angefangen, nur mit diesen Quittungen zu handeln draußen. Ist ja ganz logisch. Wenn ich irgendwas kaufe, muss ich erst wieder zur Bank zurücklatschen, den Goldbarren holen, laufe mit dem Goldbarren zu demjenigen, dem ich etwas abkaufen will. Dann hat der den Goldbarren, trägt ihn auch wieder zur Bank oder zu dem Goldschmied von mir aus erstmal. Ja, also ist sehr umständlich. Also früher oder später haben die einfach diese Quittungen gehandelt. Das ist die erste Form von Geld. Ja? So, jetzt kommt der erste kriminelle Teil. Die Typen, die Goldschmiede, die Tresore hatten, haben irgendwann gesagt, hey, ist eine geile Idee. Ja? Ich gebe selbst für das Gold, was ich selbst besitze, auch solche Quittungen aus. Weil die werden ja da draußen gehandelt. Nicht mehr das Gold als solches ist im Umlauf, sondern diese Papierstücke. Halt, ja? Das geht auch noch. Aber der Witz an der Sache ist, diese Goldschmiede geben jetzt mehr Quittungen aus, als sie wirklich Gold im Tresor haben. Weil keiner kann in diesen Tresor reingucken. Ja? Das heißt, es ist also viel mehr... Quittungen sind im Umlauf, als wirklich effektiv Geld im Tresor ist. Ja? Also das ist schon so ein bisschen kriminell. Wenn jetzt alle Leute ihren Goldbarren zurückhaben wollen, dann ist schon der erste Crash da. Ja? So. Der nächste Schritt an der Geschichte, jetzt sind wir schon total, das hat das jetzt ein bisschen schneller gemacht. Der nächste Schritt, wir sind schon mitten in der Gegenwart, ist, dass man die sogenannte Golddeckung der Währung aufgelöst hat. Und zwar in Europa bzw. also weltweit. Das Abkommen von Bretton Woods wurde 1973
aufgelöst. Also die Idee dahinter, dass sozusagen der US-Dollar goldgedeckt war, das hat man da aufgegeben. Und seitdem gibt es keine goldgedeckte Währung. Ja? In Europa schon gar nicht. So, jetzt gibt es also nur noch Papier. Das ist schon eine komische Geschichte genug, aber jetzt kommt das Allerkomischste und jetzt sind wir wirklich genau bei diesem Thema. Die normalen Leute, zähle ich mich auch dazu, ja? Ich habe das zwar irgendwann mal studiert, aber hätte nach dem Studium nie im Leben diese Dinge erklären können, Wirtschaftswissenschaften. Ja? Der Normalbürger denkt, man nimmt so einen Geldschein, ja, oder eine Münze, das ist also echtes Zentralbankgeld, trägt es zu einer Bank, die sammelt die Kohle und gibt sie, wenn jetzt jemand einen ausbauen will oder ein Unternehmen gründen will oder sowas, gibt sie dem weiter gegen Zinsen. Ja? Also der Sparer trägt den Geldschein in die Bank, die sammelt das und reicht es weiter. Schöne Geschichte, stimmt leider nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ja? Die Bank macht nichts weiter, als dass sie da an einem Computer eine Zahlenkolonne eintippt. Also wenn jemand sagt, ich brauche 1 Million für ein Haus oder so, ja, dann sagt die Bank, okay, kannst du zurückzahlen, wunderbar, kriegst einen Kredit. Und sie tippen das Geld schlichtweg im virtuellen Raum in ihren Computer. Und schon ist die Geldmenge um 1 Million Euro gestiegen. Das muss man wirklich erstmal, also wir können es gerne, ich kann es gerne noch 2-3 Mal erklären. Das zu verstehen ist wirklich echt spektakulär. War für mich jedenfalls so. Ja? Ich dachte bisher so, naja gut, es gibt so bestimmte Steuerungsgrößen für Geldmengen. Ja? Also das ganze Geld, oder nicht das ganze, aber sagen wir zwischen 80% und 95% des Geldes, was wir haben, also nicht die paar Kröten hier im Portemonnaie, das ist Zentralbankgeld, ja? Scheine und Münzen. 80% bis 95%, in England sind es 95% des Geldvolumens, sind virtuell, ja? sind sozusagen nur Zahlenkolonnen. Also die Bank erzeugt dieses Geld und wenn das Geld dann irgendwann zurückgezahlt wird, dann fällt die Geldmenge natürlich auch wieder zusammen. Das ist schon die Wahrheit. Ja? So, jetzt kommt, das ist sozusagen der zweite kriminelle Akt. Die Bank nimmt dafür Zinsen. Die Frage ist, für was denn eigentlich? Ja? Dafür, dass sie eine Zahlenkolonne da eintippen. Also 1 Million erhöhen sie die Geldmenge, ja, und man zahlt das dann zurück, 1.100.000 Euro oder so, 10% Zinsen. Für was? Ja? Das ist also ein, ich sag mal, leistungsloses Grundeinkommen, den Begriff liebe ich. Ja? Also die Sekretärin tippt nur eine Zahl da ein, ja? Die verwalten wirklich nur diesen Geldlauf. So, und diese Geschichte hier, ja, die jetzt da passiert ist, ist sozusagen im Grunde genommen das Ende der Story. Ja? Es crasht, es funktioniert einfach nicht mehr. Es ist völlig überzogen, das Ganze, wenn man dieses System, was ich eben geschildert habe, verantwortlich benutzt. Das hat man ja in der alten Bundesrepublik wirklich jahrzehntelang gemacht. Kann man, glaube ich, aus heutiger Sicht durchaus so sagen. Ja? Die haben sorgfältig über Zentralmindestreservensätze an der Schraube gedreht, Geldmenge erhöht, wenn die Konjunktur unten war, Geldmenge verknappt, wenn es überhitzt war. Das ist ja so der Grundgedanke dabei, mit dieser Geldmengensteuerung. Ne? In den letzten 30 Jahren geht es nur noch nach oben. Ja? Die Geldmenge explodiert, es werden Kredite rausgeballert, die kommen auch hier in der Realwirtschaft überhaupt nicht mehr an. Die sind sozusagen, das ist Inzest, die kursieren nur noch da oben in der virtuellen Welt. Ja? Keiner steigt da mehr durch. Und so ist diese Geschichte jetzt auch zu verstehen. Ja? Das ist jetzt der Endpunkt. Man sieht, das ist jedenfalls meine subjektive Wahrnehmung, dass hier geradezu panikartige Reaktionen aus Brüssel kommen. Ja? Die muss man sich wirklich mal klar machen, dass die... Bis zu einer Summe von 100.000 Euro ist das ja garantiert, die Spareinlagen normalerweise. Ne? So. Da wollten die doch tatsächlich dran gehen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Kommunismus, echt. Das ist kein Spaß. Ja? Das ist Gesetzesbruch. Und das machen die da einfach so, ohne irgendwie große Diskussionen oder so. Das ist faszinierend. Also das gibt's gar nicht. Ja? Demnächst klingeln sie mal bei den Leuten an der Tür und sagen, wir würden gerne mal ihr Portemonnaie auswerten oder so, ohne richterlichen Beschluss oder so. Das können wir alles vergessen. Ja? Das ist spektakulär. Also das ist tatsächlich so eine Art Systemwandel. So, jetzt kommen wir zum letzten Exponat. Oder es ist jetzt wirklich eine Kurzdarstellung. Das ist das Teil hier. Ja? Oder hier eine Nummer kleiner. The next wall to fall, Wall Street. Ja? Das meine ich wirklich total ernst. Erstmal klingt es ganz griffig und nett, aber was wir 1989 gesehen haben, in dieser schönen Stadt Berlin, ist der erste Systemwandel. Da ist ein System auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet, ich finde zu Recht, ja, was einfach ungerecht war, willkürlich und so richtig gemein das Ganze. Und jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, da bin ich persönlich absolut davon überzeugt, das wird noch in diesem Jahr passieren, dass das nächste System auf dem Müllhaufen der Geschichte landet, nämlich dieser absolute Wahnsinn hier, ja, also
mit Dingen, die kaum einer versteht. Also ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich formuliert. Ja? Also ich kann es gerne nochmal auf Nachfrage im Detail erklären. Ich will nicht zu lange reden, aber ja, das wird vom Winde verwirrt werden hier. Vielen Dank. Also, ich kann gerne, hier ist auch das Achso, hier habe ich noch eine Zugabe. Also, das hier ist ein Zitat von Abraham Lincoln. Ironischerweise tatsächlich auf jedem 5-Dollar-Schein drauf, das Ganze. Ja? Es liest sich so, also dass die Regierung sollte Geld herausgeben und zirkulieren lassen, und zwar das gesamte Geld, ja, um die Regierungsausgaben zu bewerkstelligen und natürlich den Konsumenten, den Normalbürgern Kaufkraft zu geben. Ja. So. 1865 gesagt das Ganze. Wenn man das macht, werden unglaubliche Zinszahlungssummen gespart. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, ja. Geld wird aufhören, der Herr zu sein, und es wird wieder der Diener der Menschheit sein. Ja? Money will cease to be master and become servant of humanity. Und das ist genau das, worum es geht. Hier, jeder 5-Dollar-Schein trägt das Gesicht dieses fantastischen Herrn. Ja? Das muss man den Leuten da nochmal, vielleicht mal ein paar Dollar hinschicken. Das lesen.